Jo, was ein Typ, Digga. Das ist wirklich respektlos, Digga. Aber das weiß ich gar nicht, ob ich mir das überhaupt angucken kann, wenn ich auf YouTube bin. Egal, Junge, ein Tag als Frauenarzt, so ist es wirklich. Dann guckt man sich nochmal die Vagina an, also füllt das Spekulum ein. Ich habe Frauen, da komme ich schon mit meinem Finger hinten an den Gebärmutterhals, wenn ich einfach nur reingehe. Und manchen, da komme ich gar nicht dran, weil der einfach so eine lange Vagina haben. Und da rein würde ich eine Spirale einsetzen, weil das tut tatsächlich schon von der Reinrutsche. Digga, weißt du, dieses Video beginnt und ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich schon wieder abgeht, Digga. Ich habe keine Ahnung, was, wer hätte das gedacht, dass er irgendwann beim Frauenarzt landet. Was ist das? Yo! Yo! Routineuntersuchung bis hin zum Schwangerschaftsabbruch. Frauenärzte kümmern sich um sämtliche Belange der Frauengesundheit. Nach meinem Video beim Urologen haben mich super viele Nachrichten erreicht, dass ich doch auch mal zum Gynäkologen gehen könnte. Ich persönlich war noch nie beim Frauenarzt. Für die meisten Frauen hingegen ist der Besuch aber reine Routine. Ich frage mich, was wirklich beim Gynäkologen passiert, wie so eine Untersuchung genau abläuft und ob ich dabei vielleicht noch was lernen kann. Deswegen werde ich heute einen Tag in einer Frauenarztpraxis verbringen und mir die Arbeit mal genauer anschauen. Ich frage mich auch wirklich, Digga, okay, das eine Video hat er ja mit Papa Platte gemacht, warum hat er das andere Video nicht mit keine Ahnung wem gemacht? Ja, jetzt ist da auch so, ja, war Papa Platte wegen dem ersten Video. Aber ich frage mich, Real Talk aus Real Talkhausen, habt ihr gesehen, warte? Egal, ob beim Frauenarzt. Ah, nee, schade, ich dachte, die wird nochmal gezeigt. So, du gehst so zum Frauenarzt, das ist ja schon so ein intimes Teil. Und dann kommt da auf einmal so ein Kameramann-Team und die filmen dich so und stellen dir so Fragen. So, ja, wie findest du das? Ist cool, ist angenehm. Besuch oder einem anderen medizinischen Anliegen. Es kann definitiv nicht schaden zu wissen, wie genau man versichert ist und ob es irgendwo vielleicht noch ein besseres. Oder der haut noch eine fette Werbung rein, aber ey, alles cool, Digga, jeder muss Brot verdienen, deswegen alles. Dazu müsst ihr einfach nur 3 bestehende Versicherungen hochladen. Hi. Hallo. Ich bin der Felix. Hallo, ich bin Sarah Dörschu. Komm rein. Was macht man als Frauenärztin genau? Ich mache hier vor allem oder zum großen Teil Krebsvorsorge bei allen Frauen, von jung bis alt. Ich darf Frauen bei der Schwangerschaft begleiten und mit ihnen gucken, ob in der Schwangerschaft alles in Ordnung ist, wie geht es dem Baby. Und ich mache natürlich auch Sachen, wo es um Krankheiten geht oder Beschwerden. Also ich gucke, was liegt eigentlich vor. Für welche Organe ist man so als Frauenärztin zuständig? Für die da hinten, die da sitzt, ist es völlig, völliger Alltag. Die denkt sich so, ja, heute wieder Kameramann-Team, heute wieder wird ein bisschen reingefilmt in den Schlitz, alles gechillt. Für die weiblichen Genitalien kann man no sagen. No joke, ne? Die Armen haben 5 Monate auf einen Termin gewartet und dann ist da einfach so ein Typ. Das ist ja auch so ein Ding, wo du musst ja übel lange auf so einen Termin warten. Imagine, du wartest 5 Monate, auf einmal kommt da so jemand. So, und die sagen so, ja, heute ist Drehtag. Die so, ja, ich würde dann gerne einen anderen Termin nehmen. Ja, kein Problem, in den nächsten 5 Monaten. Yo, also ich weiß das nicht. Das ist die Gebärmutter, also der Uterus, die Eierstöcke, Eileiter, die Vagina und Vulva und die Brust sowie die dazugehörigen Lymphknoten. Also alles, was irgendwie zu den weiblichen Geschlechtsorganen kommt oder abgeführt, das untersuche ich dann mit. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Also was steht heute alles an? Heute steht an eine Krebsvorsorge. Wahrscheinlich kommt dann auch immer noch die Frage nach Verhütung. Dann Schwangerschaftsvorsorge mit Ultraschall von den Babys und auch zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und ich darf bei allem dabei sein? Ja, du darfst bei du allem darfst dir komplett die Spalte angucken. Bei sein und ja. Ich habe auch ein Praktikanten-Outfit für dich dabei. Wann Uni? Dings. 16 Uhr, ich muss früher los, Digga, weil ich muss meine eigene Kacke abgeben. Also wortwörtlich muss meine eigene Kacke abgeben. Ich habe so Arzttermin gehabt und da muss man so einen Kacktest machen. Boah, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Das ist so ekelhaft, Digga. Müssen so Kackeprobe abgeben. Aber gehört dazu, Junge. Gehört dazu. Müsst ihr irgendwann mal auch mal machen. Auf Ernst? Ja, ja. Aber ich muss nur abgeben. Jetzt kommst du in so einen Beutel rein. Dose, Beutel und so. Und dann musst du es einfach da zum Krankenhaus bringen, das ist so ein Labor und die prüfen dann und dann wird es zum Arzt geschickt. Das ist crazy Scheiß, Digga, das ist so unangenehm, Alter. Du musst fast kotzen, Alter. Du musst ja so in deine eigenen Kacke rumstochern und so, du musst dir dann so ein Gefäß reinmachen. Bäh, Digga. Egal, ey, alles entspannt, Mann. Ist normaler, hier normales nicht so Ding. Ganz casual rumläufst, okay? Es kann los. Ellen, die Leute, die gerade essen. Kannst du mich mal so ein bisschen rumführen? Also, wie sieht so eine Frauenarztpraxis genau aus? Wir fangen am besten in der 1 an. Moin, bin neu hier, was gerade los? Bruder, wenn du neu bist, eigentlich kannst du direkt wieder gehen. Wir gucken uns ein Video an. Ein Tag Frauenarzt, so ist es wirklich. Also, gleich volles Programm.
Gleich volles Programm. Das ist mein Behandlungsgesprächszimmer. Hier erfasse ich erstmal, wer das ist. Auch abzutasten, ist das eigentlich jetzt schwierig für Sie, wenn Sie da gleich auf den Untersuchungsstuhl muss? Ist das das erste Mal, dass sie bei mir ist oder bei einer Frauenärztin? Und mit welchen Problemen kommen die meisten Frauen zu dir? Wenn man von der Beschwerdesymptomatik sind, ist die meisten Beschwerden tatsächlich Unterbauchschmerzen oder Juckreiz und Brennen in der Vagina und Vulva. Mhm. Wechseljahrsbeschwerden bei den älteren Frauen dann. Aber auch Fragen zum Liebesleben, Probleme beim Sex. Ich habe Schmerzen beim Sex, warum? Sowas werden wir auch, also besprechen wir ja auch alles. Dann ist das hier in der Untersuchungszimmer und hier habe ich alles, was ich brauche. Das ist ja unser Multifunktionsstuhl, den kann man natürlich super schön hochfahren. Mhm. Da unten kann ich ja nichts sehen. Ja. Das ist unser Ultraschallgerät. Mhm. Ja. Ja. Ich betreibe tatsächlich hier unter Mikroskop, ich gucke mir tatsächlich noch Sachen an, ja, da geht es um die Vagina und das Mikrobiom da. So kann ich hier eigentlich die meisten Untersuchungen machen in diesem Raum. Was sind so deine wichtigsten Arbeitsutensilien? Das ist ein Spekulum, das führt man vorsichtig ein. Ja, das macht man dann so auf, ne? Woher ich das weiß, keine Ahnung, ich vermute nur. In die Vagina, manchmal, da mache ich da auch Gel dran, klar, dann flutscht es besser. Und dann kann man das hier öffnen. Ja. Am Ende sehe ich den Gebärmutterhals und mache dann den Gebärmutterhalsabstrich. Aber so ein bisschen Metall. Willst du mal? Ja, nee, Bruder, nimm einfach. Ne, merkst du? Okay, es ist warm. Ich habe gedacht, das wäre jetzt bestimmt voll unangenehm, weil es kalt ist. Wird das da drin geheizt? Ja. Okay, verrückt. Weil das ist extrem unangenehm. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Größen. Wenn ich das bestelle, heißt das böse Jungfrauenspekula. Jungfrauen gibt's nicht. Gibt auch kein Jungfrauenhäutchen. Aber so, die Männerwelt wollte scheinbar zeigen, dass es das kleinste Modell ist. Das ist ein bisschen länger, ne? Vagina ist ja kurz. Gibt's denn kurz und lang? Das heißt also, auch nochmal zum Thema Anatomie. Wie lang ist die Vagina tatsächlich? Das ist so eine klassische Länge, aber das heißt nicht, dass wenn jemand einen, also zum Beispiel einen längeren Penis habe, wenn ich jetzt auf die Männer das jetzt umpolizieren und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da habe ich aber viel mehr. Die das ist doch voll klein, Digga. Dehnbar, die Vagina. Ich habe Frauen, da komme ich schon mit meinem Finger hinten an den Gebärmutterhals, wenn ich einfach nur reingehe. Und manchen, da komme ich gar nicht dran, weil der ganze Hand nehmen, oder was? Einfach so eine lange Vagina haben. Das ist halt wie große kleine Ohren. Digga, bei diesem Giga-Chat, der Typ, der hat so einen komischen Namen, Digga. Der hat so einen riesigen Namen und bei ihm ist es immer so, dass mein Fenster ist offen und der Doppelpunkt ist bei mir links unter seinem Namen. Das sieht so aus, als würde der jedes Mal Doppelpunkt schreiben. Lange Ohren, lange Nase. Und du hast gerade schon Jungfernhäutchen angesprochen. Ich glaube, das wird dann einfach sterilisiert. Ne? Erstmal ist es keine Haut, es ist ja nichts zu. Ist ja, ja nicht wie beim Nutella-Glas, ne? So, und dann macht's Pöpp und dann sind wir drin. Schön. Dann wissen wir, dass es frisch war. Und es ist eher... Jo, ey, zu der will ich auch gehen, Digga. Die ist sympathisch. Aber ich dachte wirklich, das funktioniert damals so. Wie Nutella-Glas. Wie ein Haargummi. Manche sind ein bisschen mehr. Manche haben auch so einen Halbmond. Das gibt es schon. Und eben 50%, na, wahrscheinlich weniger, der Frauen bluten auch bei der ersten Penetration mit was auch immer. Der Rest blutet gar nicht. Wenn wir jetzt beim Thema Anatomie sind, wie ist es mit dem G-Punkt? Gibt es den wirklich? Gute Frage. Hast du ihn schon gefunden? Weiß ich nicht. Also es gibt da auch Mythen drum, dass es irgendwo anatomisch da so einen Punkt gibt. Es haben mir tatsächlich schon Frauen von ihrem G-Punkt gesprochen. Ich glaube an diesen G-Punkt nur so halb. Wenn hier eine Frau den hat, bitte, dann darf der auch bedient werden. Aber ich kann ihn in der Untersuchung nicht finden. Das benutzt man dann mit dem Gynäkologenstuhl. Den kenne ich sonst aus dem Swingerclub bisher. Aber jo, was ein Typ, Digga. Guck mal, wie sie guckt. Die sieht so, jo. Alles klar. Ach, der war, ach, ja, die ja, da war der auch, ne? Ja, das ist da ganz normal. Das ist da so, no shit, Bro, Digga. Die haben da einfach so einen Stuhl reingejagt, Alter. Und das ist schon echt hart. Mal, verpasst. Dann warst du wahrscheinlich schon drauf oder willst du noch mal? Wie macht man das? Also normalerweise ist es so, die Frau sitzt da. Füße ja, drauf? Füße drauf, genau, okay. Ganz intuitiv. Und jetzt fahre ich dich hoch. Und jetzt müssen wir sagen, und wie komisch fühlst du dich gerade? Wenn ich jetzt schon hier so sitze, ist das nicht schon komisch? Und du hast jetzt ja, noch eine Hose schon, an. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt ist, ein junges Mädchen das erste Mal bei mir. Mhm. Und muss das machen. Das ist schon nicht so easy. Aber ich sag dir ehrlich, so wie sie redet, ne, ist schon sympathisch. Also ich denke bei der fühlen sich schon ein paar wohl. Also ich hätte gar keinen Bock, wenn da so ein alter Sack steht. Schon mal vor Günther, 60, Digga, ist dein Frauenarzt. Und der macht da noch so Witze. Der so, hast dich halt schon rasiert. Da hab ich ja gar keinen Bock, Digga, ich sag dir ehrlich. Aber wie schaffst du das dann so, die Scham zu nehmen? Ich glaube, dadurch, dass ich vorher schon mit denen gesprochen habe, dann, dass ich die wirklich frage, dass sie, ob sie es wirklich wollen und ihnen anbiete, auch es jederzeit abzubrechen, die Untersuchung, wenn was unangenehm ist. Manchmal sage ich, wenn wir eine Ultraschalluntersuchung formen, ob sie die selber, den Ultraschallstab, einführen wollen. Wenn man denen ihren Raum lässt, wo sie selbstbestimmt handeln dürfen, ich glaube, dann klappt das immer ganz gut.
So, Felix, unsere erste Patientin ist da. Nein, Digga, du nimmst einfach dieses Ding und dann zack, Junge. Könntest du jetzt gerne mal reinholen. Alles klar. So, guten Tag. Sie Hallo. Können gerne einmal mitkommen. Behandlungsraum 2, bitte. Hallo. Heute Hallo, guten Tag. Ich will bei Ihnen heute unten alles sehen. Nach Ihrem Baby. Wie immer legen Sie sich hin. Du müsstest einmal das Licht ausmachen, weil wir sind ja jetzt im Ultraschall. Dann geht's mal los. Das ist vielleicht ein ganz klein bisschen kühl. Da braucht man immer viel Gel. Verschmiert man das so, dann sieht man es schon. Was du gleich finden musst, kannst du ja erahnen. Das ist nämlich schon das Herz. Da hört man es. Crazy. Das ist der Mutterkuchen hier, siehst du? Der Kopf ist das. Da siehst du, guck mal, das ist ein Auge. Das sieht man aber, was das war. Ja, ist das Händchen. Ja, und dann ist das die Stirn und die Nase. Ja, genau. Und da kommt das Mündchen. Und dann scrollt man die praktisch durch, indem man den Kopf einstellt, die Hirnstrukturen. Willst du mal versuchen, das Herz einzustellen? Ja. Und kannst mal gucken. Okay. Also das ist ja auf jeden Fall der Kopf. Super. Guck mal, jetzt kommst du noch tiefer. Geh mal tiefer, tiefer. Ja. Und jetzt scrollst du das da rein ins Herz. Ja. Und dann kannst du gucken, ob das rhythmisch ist, das Herz, der Herzschlag. Und, was würdest du sagen? Das sieht doch sehr rhythmisch aus. Super. Alle Organe, sieht man schon, sind angelegt, die man sehen muss. Der erste Blick ist schon mal... Schon krass, ne? Biologie schon krass, aber ich frage mich einfach, Digga, die juckt das gar nicht, Digga. Die liegt da einfach irgend so ein fremder Mann, kommt da einfach irgend mit so Kameramann-Team, die drehen da eine ganze Reportage darüber. Bis jetzt ist ja noch alles cool. Ich meine, sie zeigt ja nur ihren Bauch. Später, Bruder, die gehen da mit Kamera rein unten. Perfekt. Also was gäbe es jetzt für Sachen, die irgendwie ja, schief gehen können? Was man da sehen kann zum Beispiel ist, das Kind, das ist gar nicht gut gewachsen. Das ist viel, viel, viel zu klein für sein Schwangerschaftsalter. Wenn man im Hirn, das habe ich natürlich auch schon mal gesehen, irgendwelche... kann man auch schon Tumoren haben oder Auffälligkeiten, die vielleicht auch dann für eine Behinderung des Kindes sprechen würden, ne? Wo sich dann Eltern große Sorgen machen. Aber im Großteil, muss man sagen, macht die Natur es echt richtig. Aber wie ist das dann für dich, wenn du dann mal so eine schlechte Nachricht überbringen musst? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja dann schon nicht so leicht, oder? Ich habe ja das Glück... Die Autos so... Ja, ja, nimm einfach, putz selber damit ab, Digga. Kannst du mal Chico anschauen mit seinem Leben, wie er Muli mit... Kollegin zu sein, ich habe super viele schöne Sachen. Ne? Macht der irgendwas Neues? Die sind nur schlechte Nachrichten am Verbreiten, wie die Neurologen. Ich ja nicht. Ich kann sagen, alles super mit dem Kind, wird ein Mädchen, super schön. Und da gehört natürlich dazu, auch mal zu sagen, ja, leider hat sich die Schwangerschaft nicht weiterentwickelt oder ja, sie haben Krebs. Das ist ja eigentlich fast mehr die Aufgabe von Ärzten. Das ist ja in der Frauenheilkunde so schön, dass es nicht nur Spektrum Krankheit ist. Du berätst die Frauen ja auch zum Thema Verhütung, richtig? Mhm. Was sind so die... Bro, ich dachte gerade, ich bin eingeloggt. Spektrum Krankheit. Guck mal. Du berätst die Frauen ja auch zum Thema Verhütung. Pinguin, ich habe auch immer Pinguin bei mir. Ich habe immer Pinguin. Ich dachte gerade, oha, Digga, meine Praxis. Mhm. Was sind so die beliebtesten Verhütungsmethoden? Die Pille verschreibe ich noch relativ häufig. Viele entscheiden sich Kondom, weil gerade sehr en vogue ist, dass man hormonfrei verhütet, was sicherlich auch große Vorteile bergen kann, wenn man nämlich hormonelle Verhütung nicht verträgt. Ich habe das aus dem Bekanntenkreis auch von vielen Frauen gehört, dass sie die Pille abgesetzt haben. Es wird ein bisschen viel negativ dargestellt, glaube ich, weil ich habe hier wirklich Frauen, die super gut mit der Pille klarkommen, die sogar die abgesetzt haben und sagen, ey, da ist gar kein Unterschied, was haben die alle? Das ist ganz, ganz individuell und das darf man nicht vergessen. Und das wird so ein bisschen gerade schon fast gehatet, die Pille. Mhm. Was ich manchmal nicht ganz optimal finde. Was mache ich, wenn ich schwanger werde und ich bin jung? Gott sei Dank in Deutschland, natürlich habe ich die Abtreibung, ob das ein schöner Weg für jemanden ist. Sicherlich nicht. Aber wie gesagt, es gibt Frauen, die sagen, totaler Aha-Effekt, Pille abgesetzt, endlich wieder Libido, keine Stimmungsschwankung mehr. Na klar gibt's das. Und deswegen muss man gucken, was möchte die eigentlich, die Patientin. Und ich zeig dir ja immer den Pearl-Index, das kennst du wahrscheinlich. Ja. Genau. Kondom, alternative Verhütung, Pearl-Index nicht so gut. Oh, Kondom nicht so gut. Warum ist Kondom nicht so gut? Oh, wie sicher eine Hä? Ah, Dings. Ja, okay, Bruder, die kommen hier mit Dinger, wisst ihr, was das hier ist? Wisst ihr, was das hier ist? Ich lasse euch raten. Ich lasse euch raten, was das hier ist. Hä? Also das kennt ja jeder. Kondom, 3-Monats-Spritze, keine Ahnung, Pille, Hormonring, Hormonpflaster, Fieberthermometer. Ja, genau, Thermometer. Und wisst ihr, wozu dieses Fieberthermometer ist? Thermometer. Thermometer, ja, okay, alle wissen. Man, mit diesem Thermometer misst man da unten seine Temperatur. Und ich weiß nicht genau, wie es ist, aber wenn die Temperatur schwankt, ne, oder erhöht ist, glaube ich, soweit ich weiß, kommt da halt
Also bist du fruchtbar, so wie ich das verstanden habe. Also du hast ja immer diesen Zyklus und du bist ja eigentlich kannst du ja nur an 2 Tagen schwanger werden. An einem Tag, ne? Und das kann sich halt so überschneiden. An deinem Eisprung. So, und dann kannst du mit der Temperatur sozusagen messen, wann dein Eisprung ist, und dann kannst du das alternative Verhütung nennen. Also einfach rein da, Bruder, und wenn da halt ist, dann halt nicht. So. Aber wieso ist Pearl Index nicht so gut, Digga? Weil du da viele Anwendungsfehler hast, oder was? Verhütungsmethode ist und da sieht man von sicher bis mittel bis nicht so gut. Jetzt denkt man so, oh, Kondom, ne? Da sind natürlich sehr oft Anwendungsfehler. Ja. Die anderen, das ist so ein Pflaster, das ist sehr groß, eine Spritze ist schlecht für die Knochen. Und dann kommt die Spirale. Guck mal, hier ist eine kleine Gebärmutter und da rein würde ich eine Spirale einsetzen. Also es sieht ja klein aus und schmal, aber das tut tatsächlich der Frau schon weh. Jetzt wäre hier der Gebärmutterhals. Und man führt das ein und dann schiebt man es tatsächlich nochmal bis ans Ende der Gebärmutter, denn da soll es liegen. Das ist wirklich sicher, die ganze Gebärmutter aushöhlt. Das einfach so raus, schneidet den Faden ab. So funktioniert das. Aber wenn die dann liegt, dann ist das eine eben der sichersten Methoden der Verhütung und sie hält 5 Jahre im Schnitt. Die sorgt dann dafür, dass das da alles so ein Aber bisschen macht man das nicht bei so Frauen, bei denen, also die schon schwanger waren oder sowas? gemütlich gemacht wird für den Irgendwie irgendwas Embryo. Was ich jetzt immer reinjagen? häufiger höre, ist, dass Frauen auch irgendwelche Apps benutzen, um den Zyklus zu tracken. Ah ja, genau, das ist auch sowas. Das ist so Kombination mit diesem Thermometer. Warum ist eigentlich Frau immer verhüten? Wieso kann der Mann nicht verhüten? Und auch damit zu verhüten. Das war Kondom ist eigentlich das einzige Verhütungsmittel für Mann, oder? tatsächlich leider dieses Jahr schon der Fall, dass ich eine Verhütungsberatung gemacht habe und dann eine eher junge Frau tatsächlich zu mir kam mit komischen Unterbauchschmerzen und dann habe ich einen Ultraschall gemacht und war sehr erstaunt sie dann auch, dass sie schwanger war. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie mit der App verhütet und sie ja geguckt hat, wann ihre fruchtbaren Tage waren. Auf gar keinen Fall soll das eine Verhütungs-, also diese natürliche Verhütungsmethode darstellen. Kommt das häufig vor, dass Frauen dann mit einer ungeplanten Schwangerschaft herkommen? Es ist doch häufiger, als ich gedacht habe. Ja, kann, aber ich glaube nur 5 Tage oder sowas. 3 bis 5 Tage in der Woche ist ein bisschen übertrieben. Und ich denke, das ist ja dann eben ja das Ding, ne? Dann stell mal vor, du jagst dann da so 2 Tage vor deinem oder einen Tag vor deinem Eisprung da rein, Digga. Und dann am Ende Eisprung. Wow. Was ist passiert? Die Zahlen steigen auch von Abtreibungen. Also ich habe im Monat mindestens 1 bis 2 Frauen, würde ich sagen, die ich begleite in der Frühschwangerschaft, wo es dann um die Frage geht, trägt sie es aus oder geht sie zu jemandem, einem Arzt. Wir haben hier, sind in Bonn ganz gut aufgestellt, haben 2 Ärzte, die das durchführen und eben eine Abtreibung durchführen. Warum bietest du das jetzt zum Beispiel dann nicht an? Ich bin gar nicht ein Abtreibungsgegner, auf gar keinen Fall. So der Wunsch, es dann durchzuführen, wo es jetzt 2 Kollegen gibt, die das machen, ist jetzt auch noch nicht in mir aufgekommen. Gut, jetzt ist die nächste Patientin da. Die kannst du jetzt einmal holen, bitte. Ja, yeah. Alles klar. So, hallo, Nina, einmal Ja. bitte. Genau, dann kannst du dich hier gerne einmal hinsetzen. Hallo. Warum kommen Sie heute zu mir? Genau, also ich komme eigentlich nur zur Kontrolle und ich würde gerne die Spirale einmal checken lassen. Und die Krebsvorsorge, ja. Seit wann haben Sie die Spirale? Seit Juli letzten Jahres. Digga, das ist so goofy. Das ist so goofy, Digga. Er sitzt da so einfach so neben da. Also, weißt du, versteh mich nicht falsch, wenn ich so beim Arzt bin, ne? Und ich sag dann so, Bro, ich habe fetten Durchfall oder sowas. Ist schon richtig unangenehm, wenn da eine andere Person dabei wäre. Weißt du, wie ich meine? So, da gehst du Arzt. Ja, ich weiß nicht. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ne? Die wurde wahrscheinlich auch gefragt, ob man sie filmen darf. Und wie war es einsetzen? Kurz und schmerzhaft. Ja. Probleme damit, mit Blutungen, Schmerzen, Nee, irgendwas? alles gut. Okay, Ja. schön. Dann gehen wir rüber. Zuerst einmal unten rum frei machen, dann können Sie hier auf dem Stuhl Platz nehmen. Ja. Zack, rein. Guck, bam. So, Mit das hast du ja Kamera. schon kennengelernt. Das Jo. muss ich Ja. natürlich Entspannt. jetzt wieder. Das sind die Abstriche für den Bitte, YouTube, bitte. Gebärmutterhals. Also was genau für Abstriche werden jetzt gemacht? Genau, jetzt wird ein zytologischer Abstrich, also von den Oberflächen der Zellen des Das ist halt schon hart. Ich finde das schon echt hart. Ich finde das schon hart. Also klar, okay, er steht jetzt nicht hier, so weißt du, wie ich meine, aber weißt du, der geht da halt hin für die Wissenschaft. Oh, ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht. Da ist so ein ganzes Kameramann-Team, Digga, die ist da unten rum frei. Hilfe. Gebärmutterhals ist gemacht. Jetzt führe ich das Spekulum ein. Das heißt, wonach schaust du da jetzt konkret? Ich gucke mir den Ja, ich Gebärmutterhals. gucke mir das einfach mal so an, was da so abgeht. Dann gibt es da schon so Auffälligkeiten. Nö. Manchmal, also das erwarte ich jetzt nicht. Sie geht jedes Jahr zur Krebsvorsorge, aber ich habe tatsächlich in so einer Einstellung schon mal einen Gebärmutterhalskrebs gesehen. Und jetzt mache ich einen Abstrich. War okay? Alles gut, ja. Okay. Dann guckt man sich nochmal die Vagina an, aber auch keine Probleme. Und
dann führt man das schon wieder raus. Wie ist das so für dich, zum Frauenarzt zu gehen? Also ist das irgendwie... Ich weiß nicht, Digga, das ist eigentlich voll angenehm. Am besten finde ich es dann noch, wenn irgend so ein Random neben mir chillt, Digga, und mir so random einfach Sachen... Digga, jetzt wollte ich einen Witz bringen und ich kann nicht mal gescheit reden, Alter. Ich habe selber einen Kollaps, Digga. Ihr versteht, was ich meine. Random Sachen fragt. Angenehm oder so. Also ich meine gerade, als Frau, man macht das ja schon seit recht früh. Also ich gehe, seitdem ich 16 bin. Ja, nee, völlig normal, Digga. Die ist untenrum frei. Die redet dann mit dem so, yo, Dings, ich habe eigentlich auch noch einen Freund, aber gar kein Problem. Einfach auch für Verhütung und alles. Und ich glaube, das ist ein bisschen normaler, als wie vielleicht für einen Mann zur Vorsorge zu gehen. Und klar, es fühlt sich manchmal ein bisschen unangenehm an, aber es hat ja eigentlich einen guten Zweck. Gut, ich lasse den Stuhl jetzt ein bisschen wieder tiefer, weil jetzt mache ich die bimanuelle Untersuchung, heißt das. Ich führe jetzt gleich den Zeigefinger ein und da tastet man einfach die Gebärmutter, ist die übermäßig groß, gibt es da einfach Schmerzen? Rein, Digga. Oder ne, große Zysten oder sowas kann man eigentlich auch gut tasten. So, jetzt hatte sie gerade den Wunsch nach der Lagekontrolle der Spirale. Hm. Und dann würde ich dich einmal bitten, das Licht nochmal auszumachen. Ja, würde ich dich einmal bitten, hierher zu kommen, weil du kannst es jetzt machen, Digga, eher so mit Lupe. So, ich führe den Ultraschall ein. Ist ein bisschen kalt, da ist Gel dran. Da ist die Gebärmutter, jetzt machen wir erstmal groß. Die Gebärmutter ist so ein bisschen birnenförmig. Und was fällt dir jetzt auf? Was siehst du von den ganzen Grau- und Weißtönen? Was fällt da ganz besonders auf? So, ja, doch, da ist was zu sehen. Das wird ja wahrscheinlich die Spirale sein. Also, perfekte Lage der Spirale, also da ist sie sicher. War das jetzt irgendwie unangenehm für dich? Also nicht unangenehm, ich meine, das Ultraschall, das ist ja schon ein bisschen größer. Ja, nee, ey, alles cool. Da, den Part skippe ich eigentlich immer. Man merkt natürlich, dass da jetzt was drin ist, aber es ist bei weitem nicht unangenehm. Was schaust du dir da jetzt konkret an? Ich gucke, genau, man sieht erstmal, in welchem Zyklusstadium ist, weil je nachdem, wie die Zellen aussehen, sind die groß oder wenn die zum Beispiel von älteren Frauen, dann werden die so schmal und atroph oder eben, ob Pilzsporen zu sehen sind. Also da sieht man dann so eine klassische Pilzinfektion, kann man da ran. Genau, wir haben jetzt Gott sei Dank noch... Ja, geht auch, Digga, steckt auch Zinken rein. Halbe Pfund. Und da sieht einfach, die Zellen sind ganz normal. Den Gebärmutterhalsschleim, der riecht auch nicht. Ne? Dann weiß man eigentlich schon meistens, dass alles in Ordnung ist. Also da kann man dann zum Beispiel am Geruch auch schon viel erkennen? Ja, also das ist nicht so, die setzt sich hin und die riecht es. So schlimm ist das nicht. Ja, aber schon nach der vaginalen Untersuchung mit dem Finger, dann... Ah, die schnuppert noch da. Also die geht dann rein und so... Geduscht? Riecht man das schon und kann manchmal wirklich zuordnen. Mama, wie hast du Papa kennengelernt? Bro, das ist aber auch ein Highlight, ne? Stell dir mal vor, der musste Geschichte erzählen und dann sagte so, ja, also ich war eigentlich beim Frauenarzt und da war dein Dad mit einem Kameramann-Team dabei. Er hat bei mir Untersuchungen durchgeführt. Korrekt. Wie ist das dann für dich? Also, er ist ein bisschen zu sehr interessiert. Ja, er tut nur so. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon alles gesehen. Er macht es für die Wissenschaft, ja. Ekelst dich dann wahrscheinlich nicht davor, oder? Shit. Also man muss sagen, ich habe noch keine einzige eklige Untersuchung in meinem Leben gehabt. Alle fragen ja immer und so. Also klar, wenn da mal ein Tampon länger drin ist, das riecht schon sehr, sehr extrem, aber eklig. Also ich muss sagen, Zahnarzt wäre ich unlieber. Wenn in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge, in diesen Abstrichen, die die Frauen alle machen, eine Aufmerksamkeit. Ich finde auch, ne, wenn du zu so einem Arzt gehst, du wäschst dich ja davor. Ne? Also safe, Digga, du kommst ja nicht dreckig zum Arzt. Versteh mich nicht falsch, aber voll viele Leute vergessen es einfach, zum Zahnarzt ihre Zähne zu putzen. Ich mache das auch dann immer davor, vor Ort. Ich frage die dann oder ich mache es halt zu Hause. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute so mäßig unrasiert und so richtig dreckig zum Frauenarzt antanzen. Gibt, werden die in die Kolposkopie geschickt, sodass ich dann mit so einer Lupe... Das ist denen doch selber unangenehm. Stell dir mal vor, du machst die Beine breit und es stinkt. ...den Gebärmutterhals mir anschaue und nehme tatsächlich auch Proben richtig. Was ist denn so die häufigste Krebsart, die bei dir hier vorkommt? Die Nummer eins ist tatsächlich der Brustkrebs. Ne? Jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs. Das ist schon relativ viel. Also Gott sei Dank heilbar und wir untersuchen ja alle Frauen mit einer Abtastung eben durch mich, aber wir leiten die auch an und wenn du mal Lust hast, wir haben ein Modell besorgt und da kannst du mal gucken, wie das ist, deine Brüste abzutasten. Du kannst dir das dann umhängen und gucken, da sind so kleine Knoten versteckt, ob du die denn alle findest. Aber wie ist das? Männer können theoretisch auch Brustkrebs bekommen, ne? Es gibt ja einen Gendefekt, der auch bei Männern Brustkrebs hervorrufen kann, immer noch so deutlich seltener als bei uns. Ihr habt ja auch ein bisschen Brustdrüsengewebe und ihr habt Brustwarzen. Also, natürlich gibt es was zu beachten. Hast du
Nee, du hast gar keinen Plan. Natürlich ist er ein Mann. Ja. Hat dir auch noch keine Frauenärztin gezeigt. Genau. Man macht das mit den drei Fingern. Ich fange außen an und dann geht man in Kreisen, in leichten Bewegungen, gehe ich immer zur Brustwarze und das von außen nach innen. Und eben nicht nur, ne, so, das ist man gar nichts. Also ja, deswegen diese drei Finger in kreisenden Bewegungen. Ja, dann schaue ich mal, ob ich was finde. Also, ich glaube, hier unten ist zumindest so ein kleiner Hubbel. Mhm. Ja, super. Hast du gefunden. Den ersten gefunden. Ja, nicht schlecht. Ja, super. Hast du gefunden. Okay, ist da noch mehr versteckt? Ja. Wie häufig sollte man seine Brust abtasten? Ich sage den Frauen immer einmal im Monat, am besten in der Woche nach der Periode. Dann macht man das am besten auch vom Spiegel. Wir haben ja auch Augen, wir gucken. Gibt es Veränderungen? Sind die Brustwarzen? Ich schaue mir gerade einfach ein Video an, Digga. Wo eine Frau einem Typen erklärt, wie man die Brust richtig abtastet. Und ich guck einfach auf so ein Plastikding, was verpixelt ist, wo er die ganze Zeit so macht. Und jetzt nochmal eine Testversion. So draußen ist eine auf einmal drin. Also das heißt, wenn ihr eine Brust habt, einmal im Monat Brust abtasten. Rein und das da. Gleiche gilt auch, wenn ihr einen Hoden habt, den kann man auch einmal im Monat abtasten. Das hast du ja schon gelernt, ne? Genau. Hier habe ich einen, hier habe ich zwei gefunden. Ist das richtig? Oder das ist, die sind richtig. Es sind sogar insgesamt fünf versteckt. Aber ich fand deine Quote fürs erste Mal abtasten extrem gut. Okay. Ja, er hat schon Fingerspitzengefühl. Aus dem Swingerclub. Das ist aber dann spannend, doch gar nicht so einfach. Deswegen haben viele Frauen auch Angst davor. Die denken immer, ich teste gar nichts. Oder was ist, wenn ich was teste, dann mache ich mir Sorgen. Am besten ist immer besser, irgendwas machen, als gar nichts machen. So, Julia, einmal bitte. Nehmen Sie einmal Platz. Gut, ich fahre sie einmal hoch. Gehst du denn lieber zu Frauen oder? Also die andere Perspektive war ja schon grenzwertig, ne? Real Talk. Die andere Perspektive war ja schon grenzwertig, aber ich habe gesagt, okay, alles cool, ne? Das Bein war davor, man sieht nichts. Bruder, die filmen hier rein. Nimm doch einfach gleich, vielleicht, keine Ahnung, noch eine zweite Kamera und mach so Nahaufnahme. So nach dem Motto, hier und hier seht ihr das und das. Zu männlichen Frauen? Tatsächlich eigentlich zu männlichen. Ah, echt? Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die tendenziell noch ein bisschen vorsichtiger sind. Okay. Einen Tick muss ich leider noch hoch. Alles und dann kommt so ein Stückchen noch nach. Perfekt. Ja. So, ich berühre sie jetzt. Zack. Ich gucke mir erst die Vulva an. Ja? Haben Sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder ja, boah, er filmt da komplett noch rein, Digga. Also jetzt reicht's, Digga. Jetzt reicht's, Junge. Guck mal. Und dann machen wir einmal den Ultraschall. Es drückt jetzt einmal dolle. Ja, nee. Sie sagten ja vorhin irgendwann mal, dass Sie in der Mitte des Zyklus sind. Genau, ja. Und hier war der Eisprung. Das heißt, da sieht man dann diese einzelnen Eier oder was? Ja, ist genau. Die Eier. Männer produzieren ja immer Spermien, immer wieder neu. Und wir werden einmal mit allen. Ist das beim Frauenarzt normal, beim Vornamen genannt zu werden? Ja, es kommt drauf an. Ne? Wenn du ja zum Beispiel einen Arzt gut kennst, dann spricht er dich auch mit dem Vornamen an, weißt du, wie ich meine? Aber nee, eigentlich nicht. Unseren Eiern geboren, die dann sukzessive abnehmen. Dann würde ich das wieder rausziehen. Das sieht alles wunderbar aus. Das heißt, die filmen das einfach. Die filmen, wie rauszieht. Wenn die Eier so im Laufe des Lebens abnehmen, wann gibt es gar keine Eier mehr? Gibt es das? Ja, tatsächlich. Das ist dann, wenn die letzte Periode praktisch gelaufen ist. So. Und dann, wenn man dann die Frauen schallt, sieht man auch teilweise noch die Eierstöcke, aber ohne diese kleinen Eichen. Das ist ja oft im Schnitt bis 50, 51. Dann ist unsere Reproduktionsphase vorbei. Bis wann kann man Kinder bekommen? Also ab 35 gilt man sogar schon als Risikoschwangere. Ab 40 wird es oft schon etwas schwieriger und wirklich 42, 43, 44 ist es ein großes Geschenk, wenn man noch schwanger werden darf. Also unsere reproduktive Phase, gerade in unserer Gesellschaft aktuell, läuft gerade oft sehr spät ab und manchmal auch für manche Frauen zu spät. Gut. Okay. Dann würde ich einmal anfangen. Ja, okay, Digga. Ja, ja, okay, geh mal abtasten, Digga. Hier, Versuchsobjekt Nummer 1. Ja, ja. Einmal die Arme locker, genau. Und ich fand von oben nach unten, habe ich auch kalte Hände. Gut, da gucke ich jetzt wieder nach Einziehung. Und genau, die Brustwarzen, die sind immer so, das frage ich. Und Sekretion aus der Brust? Nee, gibt's keine. Drüse, noch nie gehabt auch? Nee. Dann können Sie sich wieder anziehen, bitte. Wenn ich jetzt vom Zytologen nichts höre, das kommt so, das Ergebnis in ungefähr einer Woche, dann würde ich mich nicht melden, sonst sehen wir uns dann einfach wieder nächstes Jahr bei der Krebsvorsorge. Außer Sie haben natürlich Beschwerden. Dann kommen Sie natürlich jederzeit rein. Okay? Ja. War das jetzt so ein typischer Arbeitstag bei dir? Ja, das war so ein ziemlich klassischer Arbeitstag. Schwangere, normale Vorsorge. War auf jeden Fall ein super spannender Einblick. Vielen Dank, dass ich... War wirklich ein super spannender Einblick, ne?
dabei sein durfte. Ja, schön, dass du da bist. Ja, nee, krasses Video. Also ist auf jeden Fall gut für die Wissenschaft. Ich finde es gut, dass Tomatolix da so ein Video gedreht hat, damit ich auch einfach weiß, wie das Ganze funktioniert. Danke, dass du so viel Wissen mitteilst und danke, dass der Kameramann, Digga, fast wie der eine, Digga, wie Ronaldo-Meme gemacht hat, Junge, da fast da reingefallen ist ins Loch. Junge.